Moin Dudes und herzlich willkommen hier bei Brutal Cars. Wir sitzen hier im BMW M3 GT3 und fahren jetzt hier den Highway zurück. So, wie schon in... könnt ihr nicht vernünftig fahren. Wie in LWS angekündigt, werde ich jetzt hier das mit LWS so mischen. Also, demnächst kommt dann wieder, nach dem Video kommt dann wieder ein LWS-Video oder LS-Video, wie man es abkürzen will. Und, wer es noch nicht weiß, wir spielen momentan auf einem Windows 10 Rechner. Und sollte besser fahren lernen. Und mit den Einstellungen von Brutal Cars, die sind bei dem Reboot leider wieder abhanden gekommen, weil mein Grafiktreiber meint, alle Einstellungen bei jedem Spiel auf die niedrigsten Einstellungen zurückzustellen. Deswegen habe ich das mal erstmal manuell eingestellt, so wie ich es am besten finde. Aber da werde ich auch nachher noch ein bisschen rüber gehen. Ja, wir sind wieder eine Sau. Oh ja, ich wollte hier auch mal hier innen drin spielen. Los, fahr! Weil da müssen wir natürlich das Licht anmachen. So, ich kann die Ansicht... Ja gut, die Ansicht ist ja noch... Pass doch auf, mir fehlt hier die Hupe. Ich bin mal um sie gewöhnt, wenn hier jemand, eigentlich ist die Golden Gate Bridge. Ja, okay. Nur leider ist es ein bisschen nebelig. Okay, die Einstellung funktioniert immer noch am besten. Ja, und der bayerische Mistwagen gibt alles, was er drin hat. Jetzt dräng mich nicht ab. Ach schon. Ja, sorry, Model. Und ich weiß noch nicht, wie ich das hier mit dem Rennen mache. Also, wenn das ein bisschen länger wird, werde ich das auch in kleine Teile reintun. Aber wenn das jetzt so ein 15, 16, 17, 18 oder 20 Minuten auf vorbei ist, werde ich natürlich da nicht splitten. 9 Minuten Videos, nee. Das ist schon ein bisschen zu kurz. Oder wie seht ihr das? Gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Scheiße! Das arme Auto. Oh, ist ein BMW. Jetzt fahr! Scheiß Audi. Meine Güte, die Bremsen ja in die Kurven wie so Pussys. Oh, Mercedes.
Die wollen wir natürlich nicht haben. Ja, ich habe hier ein bisschen Bewegungseffekte rein. Also, wenn es manchmal ein bisschen matschig ist beim Rendern, das liegt nicht, weil meiner Grafikkarte irgendwie das durchgebrannt ist. Weil das Spiel so heiß ist. Nein, das liegt daran, weil ich Unschärfe, also Bewegungseffekte aktiviert habe. Ob das jetzt gut ist? Also kann das manchmal ein bisschen unflüssiger und bzw. ein bisschen matschiger aussehen. Was generell eigentlich einen sehr nice Effekt finde. Aber jetzt wiederum auch nicht so nice. Aber würde mir mal eure Meinung auch interessieren, ob ihr auch diese Probleme habt bei euch nach dem Update. Dass bei euch in der Video auch sagt, mal alle Grafikeinstellungen von jedem Spiel runterzudrehen. Welche Ansicht haben wir hier noch? Ja, ich habe längere Zeit kein Project Cars mehr gespielt. Das merkt man an meinem Fahrstil. Ja, das merkt man an meinem Fahrstil. So ist. Ich glaube, ich habe die KI ein bisschen zu schwach eingestellt. Und wir haben jetzt sogar eine neue Webseite. Also die alte Webseite, die ist finito! Ich kann kein Auto fahren. Das war besser geplant als ich. Also das war alles geplant. Und auf der neuen Webseite ist auch wieder dieselbe Umfrage wie auf der alten, nur ein bisschen besser. Und da dürft ihr auch wieder für das Spiel voten, was ich hauptsächlich spielen soll. Da gibt es auch einen Link zu der Steam-Gruppe, die ich bzw. wir haben. Und dann noch ein riesen Dankeschön an den Monster Hyper, Klammer 9, oder auch nicht, an den Daniels, der für mich manche technischen Sachen übernimmt, wie zum Beispiel mir geholfen hat bei der Webseite, bei den Links und sonstiges alles, also danke an dich, Daniels. Wie sieht das arme Auto aus? Das arme Auto. Puh. Ja, ich schrotte das Auto. Ist mal was anderes gewöhnt. Ja, wir sind natürlich erster Platz. Haben sie alle über den Tisch gezogen. Ja, natürlich hinter uns. Nur weil ich BMW fahre. Ja, kommt hinten natürlich der Mercedes-Benz. Ja, natürlich geil, das Auto gibt's nicht. Dann den Audi A8, der so lahm abbremst. Der so fährt wie meine Mutter, aber wenn sie einkaufen fährt. Ja. Dann mache ich jetzt hier noch ein paar Teile der Wiederholung rein. Denke ich mal, denn sonst ist das zu kurz. Das ist zu kurz. Ich kann euch keine 8 Minuten geben. Plus, minus Intro. Dann sage ich mal, das war's. Ihr dürft gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr noch mehr von den Videos wollt. Votet gerne für Project Cars oder OMSI 2 LWS, Battlefield, The Forest. An diese Forest habe ich gar nicht drin. Na, das muss ich ändern. Ja, demnächst wird auch eventuell ein Let's Play The Forest drin kommen, aber dann eben halt Multiplayer, denn alleine ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd. Dann sage ich bis demnächst. Gerne abonnieren. Wir würden uns über Kommentare, Likes, Abos, Teilen und sonstiges freuen. Besucht gerne mal die Webseite und dann sage ich Tschüss, bis demnächst.